Jo, moin Leute! Hier sind sie wieder, die Professionals! Ihr habt bestimmt darauf gewartet, dass wir endlich mal wieder was von uns hören lassen. Genau, das ist ja schon ewig her! Ihr denkt natürlich, oh, hoffentlich kommen die bald mal öfters, weil die so gut sind und so professionell. Solltet ihr das wirklich denken, dann abonniert uns! Genau, das ist die erste Voraussetzung. Dann wissen wir, dass ihr uns mögt, dass wir öfter senden sollen. Ja, dass die anderen alle denken, Kerle, 9 Millionen Klicks haben die schon. 9 Millionen Abonnenten. Letztens war hatten wir unser Open World Special mit Adventure Shooter Dingenskirchen, Rollenspiel. Genau. Heute kommen wir zu Shootern. Wir müssen uns erstmal entschuldigen, wir hatten eigentlich gedacht, wir machen so 20 Minuten Video. Letztes Mal haben wir gedacht, höchstens eine halbe Stunde war es gewesen. Und zack, gucken wir auf die Kamera. 50 Minuten. Tut uns leid, wir versuchen uns heute kürzer zu fassen. Genau, deswegen haben wir einen kleineren Stapel. So. Fangen wir mal oben an, oder sollen wir diesmal mal unten anfangen? Nee, fangen wir oben an. Bitte anfangen. Wir können auch in der Mitte anfangen. Wir können drei Stapel machen. Wir fangen oben an. Mass Effect. Wow, Mass Effect mit dem besten Ende aller Zeiten, wo sich keiner drüber aufregen kann, weil sich schon jeder drüber aufregt. Ja, das Ende tut nichts zur Sache. Die drei Teile sind natürlich sensationell. Man spielt Jack Shepard. Wobei mir auffällt, dass ich den ersten Teil nicht in der Hand halte. Den ersten Teil kann ich dir sagen, warum nicht? Den gibt es nämlich nur für Xbox 360 exklusive. Gibt's aber jetzt PlayStation 3. Genau, gibt's aber jetzt zu kaufen. PlayStation 3, alle drei Teile in der Box. Und den ersten Teil kann man sich im PlayStation Store runterladen. Für, lass mich lügen, 12,99 oder 14,99. Oder war es doch 1999? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube 1999. Ich habe es auf jeden Fall runtergeladen, es ist ein paar Gigabyte groß. Habe es aber noch nicht gespielt, weil ich es erst runtergeladen habe, weil es erst neulich zum Runterladen kam. So. Und du es schon auf der Xbox gehabt hast? Nee, habe ich ja nicht. Okay. Nee, ich habe es zwar auf der Xbox nicht geholt, weil ich ja früher kaum Xbox, ich habe mir meistens Blazy-Spiele gelangt. Da habe ich Mass Effect 2 dann gespielt, da war natürlich absolut weggeblasen, wie ich schon gesagt habe, man ist Jack Shepard. Und man kann sich aussuchen, man muss ja nicht immer wieder Jack Shepard, man kann sich den Namen auch aussuchen, man kann auch einen anderen Namen nehmen und man kann auch eine Frau nehmen, man kann sich das Aussehen davon aussuchen und dann fängt man eben an. Eine Raumstation ist man dann unterwegs, immer im Weltall ist man unterwegs. Es gibt viele Lebensformen, mit denen man sich anfreunden kann oder anfeinden kann. Viele, die einem helfen. Man stellt ja ein ganzes Team zusammen, gegen man den, da kämpft man dann gegen die Reaper. Wann ist die Reaper? Glaubt ihr, es war die Reaper? Gegen die kämpft man dann, die sind eben, die wollen einen als Leader. Aber man ist ja Jack Shepard, der Held, der Actionheld, der sich das nicht gefallen lässt. Wir verkaufen unser Leder teuer. Genau. Wir werden nicht kriegen, dann einen geledert. Ja, wir versuchen uns mal ein bisschen kürzer zu halten heute. Ich weiß nicht, aber die drei Teile sind natürlich, also es ist wie Star Trek. Also es ist eine der besten Trilogien, die es gibt. Das Ende ist, kann man drüber meckern, aber das ist schon viel gesagt worden. Deswegen sagen wir jetzt nichts dazu. Vor allem, weil wir nicht spoilern wollen. Genau, wir haben es gedacht, wir legen es zu Shootern, aber es ist ja eigentlich kein Shooter, weil man ja viel... Man läuft viel rum, man muss viel, man erzählt viel, man kriegt viel Missionen. Es gibt so viel wie im, es ist ein richtiges Mass Effect Universum. Das kann man nicht einfach zur Schule packen, wo man die Leute alle abknallt. Kommen wir zum nächsten? Sollen wir zum nächsten Abknaller? Hitman! Ist natürlich jedem bekannt. Der Auftragskiller schlechthin, von dem gibt es auch einen Kinofilm, der gar nicht so schlecht war. Nee, der war nicht schlecht. Eigentlich soll er mit Vin Diesel sein, ist aber dann mit Timothy Oliphant, heißt sie, glaube ich, Timothy Oliphant, genau so heißt sie nämlich, der Junge.
Und der Vin Diesel hat da, glaube ich, mitgemacht, also mit Regie geführt oder was, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat er mitgewirkt bei dem Film, ist aber nicht in dem Film zu sehen, sondern er spielt Timothy Olyphant, der spielt den absolut gut. Also es ist ein unterbewerteter Film, ich finde ihn gar nicht schlecht. Kann man gucken, ist auch, glaube ich, viel ich weiß, spielt er auch, hat er, oder war es Max, ne, das war, glaube ich, Max Payne, das kommt nochmal ein anderes Max Payne. Ja, guter Film, kann man gucken. Gutes Spiel, kann man spielen. Ja. Alle drei. Jetzt ist vor kurzem erst rausgekommen. Hitman Absolution. Das ist jetzt rausgekommen. Sag ich ja. Das ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Es gibt ja noch mehr Hitman-Teile. Genau, drei Stück an der Zahl. Das ist jetzt der vierte Teil, der erste für die PlayStation 3. Man spielt eben Auftragskiller, einen gnadenlosen Auftragskiller, der verschiedene. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, seine Aufträge beiseite zu schaffen. Unauffällig oder nicht so unauffällig mit der Klavierseite. Oder man lässt was auf einen drauf fallen, wo es keine Zeugen gibt. Es gibt jeweils so 12 bis 15 unterschiedliche Wege, bei jeder Mission einen beiseite zu schaffen. Man kann sich verkleiden, dass man nicht auffällt. Man kann seine so Hinweise einschalten, dass man genau sieht, aha, da hinten ist was, das gucke ich mir mal genauer an, das kann mir vielleicht helfen bei der Mission. Die Story ist total super, die Synchronisationssprecher sind super, das ist hier, wer Hitman entspricht, hier der, na, wie heißt du denn, wer die Serie kennt, mit, hier mit, die Serie mit. Du musst mir schon sagen, mit wem die ist, dann kann ich dir auch sagen, was für eine Serie du meinst. Ah, hier, wo der, mit dem Blonde da, mit dem Guerrero-Typ dabei. Human Target. Human Target, der Hauptdarsteller, ich weiß nicht, wie heißt er. Christopher Chance. Christopher Chance, das ist die Stimme von dem, die passt absolut super. Top Game, wie schon gesagt, wir passen uns halt kürzer. Okay. Human Target übrigens auch dann in unserem Serien-Special. Genau, genau, kommt alles noch hier, das habe ich zu Weihnachten gekriegt, das ist ein super Spiel. Hab schon ziemlich lange gespielt. Nächstes, Dishonored. Dishonored, ja, da haben wir uns gebracht. Packen wir das zur Open World. Ist aber eigentlich kein Open World Shooter, deswegen kommt's nicht in der, deswegen war es in der letzten Folge, sondern es heute. Es ist eigentlich, weil man kann es spielen, wenn man will. Man hat Fähigkeiten verschiedene, man hat eine Maske auf, auch wie in einem anderen Spiel. Ja, man bekommt auf jeden Fall verschiedene Fähigkeiten. Man ist in verschiedenen Welten oder in verschiedenen Abteilung unterwegs, also man ist ja nicht in einem Ganzen unterwegs, sondern man bekommt immer Mission. Da reist man dann hin, das ist so ein Stadtteil oder was. Da kann man eben gucken, wie man, geht man eine Mission an, schießt man sich durch die Mission oder schleicht man sich durch die Mission. Wenn man sich durch die Mission schießt, dann kommt man natürlich schon schneller ans Ziel, aber es gibt auch verschiedene Enden, das heißt, man kommt nicht so ein gutes Ende, wie man schleicht und so wenig Leute wie möglich platt macht, was alles gibt. Ja, jede deiner Taten hat Auswirkungen auf die Story. Genau, das ist eben so ein Meuchelmörder, der sich rächen will, weil... Er war früher mal der Leibwächter der Kaiserin. Genau, und die wurde dann ermordet und die Schuld wurde ihm zugesprochen. Natürlich war das nicht, man kriegt das ja auch am Anfang mit, ist ja klar. Und dann kriegt er eben, dann wird er eben gerettet, dann befreit er sich eben und dann... Kriegt er das. Genau, dann kommt er zu so Leuten, dann kriegt er eine Maske auf und dann... Dass er nicht erkannt wird, dann kannst du eben mit einer Maske kannst du dann ranzoomen und dann hast du dann auch so einen Handschuh dabei, den kannst du benutzen und dann kriegst du zu jeder Person, auf die du zeigst, was erzählt. So eine Frauenstimme, was absolut super ist, weil von wirklich jeder Person, die da ist, kriegt man immer Insider-Infos von der Frau, egal was ist, und dann bekommt man nicht eine, sondern jedes Mal, wenn man draufklickt, bekommt man eine andere Information. Also nach einer Zeit wiederholen sich wieder alle. Aber das sind natürlich, so Kleinigkeiten sind natürlich super gemacht, das ist halt super Action, Schleich, Baller. Grüße. Genau, Kreuz und Quer. Tomb Raider, die Serie. Da gibt es ja schon so viele Spiele von ja. Lara Croft. Wer hat in seiner Jugend nicht schon Lara Croft gespielt? Wer spielt heute nicht Lara Croft? Die gibt es eigentlich schon immer. Jo, ich sag mal, das ist der Vorgänger von Uncharted und so weiter und so fort, weil... Das ist die Kisten durch die Gegend schieb, hoch, runter, kletter, rumballer, Königin schlechthin. Genau, es kommt mal der neue Teil, auf den ich mich absolut freue, auch dieses Jahr kommt natürlich raus. Das sind die Anfänger, deswegen von Lara Croft als junges Mädchen, ihre erste
Mission zum Beispiel, nenne ich es jetzt mal, weil sie Schiffsbruch und dann sind da Leute, die wollen die alle kalt machen da und die muss ich überleben. Der neue Teil, da gehen wir auf jeden Fall noch näher drauf ein, wenn der Teil da ist. Und man sollte auch mal einen Trailer angucken, ja, es gibt schon Gameplay davon. Es kommt dieses, glaube ich, im März kommt das raus, bin mir nicht sicher. Darauf freue ich mich schon, das wird absolut Burner. Und dann werden wir nochmal drauf eingehen. Jetzt gehen wir natürlich hier auf Lara Croft 1, 3, 2, 4, 5. Gibt übrigens auch schon diverse Kinofilme von. Genau, mit. Mit Angelina Jolie in der Hauptrolle der Lara Croft. Zwei Stück gibt es an der Zahl und im zweiten Teil spielt der Til Schweiger mit. Til Schweiger mit, ja. Aber auch der, wie heißt der, Gerard Butler spielt da mit. Das. Und im ersten Teil spielt Daniel Craig mit. Das wissen natürlich nicht viele, deswegen erwähne ich das jetzt, weil er da nicht noch nicht so bekannt ist wie heute mit James Bond. Ja, und da gibt es auch einen Download-Titel, den kann man zusammenspielen, Koop. Der heißt Lara Croft und Hüter des Lichts war ein Kinofilm. Lara Croft und irgendwas anderes, Odyssey. Ne, wir haben keine Ahnung jetzt. Wir müssen nachgucken, ist ja egal. Haben wir aber durchgespielt, genau. Haben wir jede Menge Trophäen, aber das war. Es ist nicht so, wie man Lara Croft kennt, mit Klettern und Drehtart rum. Das ist übrigens auch ein tolles Multiplayer-Spiel. Jetzt der Download-Titel. Genau. Der Download-Titel. Genau. Ja, die Lara Croft-Titel so an sich sind immer sehr schöne Singleplayer-Shooter-Kletter-Rätsel. Genau, Höhlen durchforschen. Und der Multiplayer, den spielt man eben von der oben Seitenansicht. Einer spielt Lara Croft, einer so einen einheimischen Azteken. Genau. Und dann ballert man sich eben auch durch die Gegend und wirft Schwert. Macht auf jeden Fall Heidenspaß. Ja, sehr zu empfehlen. Der Downer-Titel und natürlich Lara Croft alle drei. Yakuza. Yakuza 4 und 3 haben wir hier drin. Irgendwo haben wir den dritten. Ja, ah, halt mal, ich such mal den dritten, damit die beieinander bleiben. Genau, hier haben wir Yakuza 3, 4. Mit Yakuza 3 ist natürlich. Natürlich der nicht in der irgendeinem anderen Haufen. Ich muss mal schnell suchen und dabei packen. Nee. Ist ja egal. Wir tun ihn einfach nach. Genau, Yakuza 3 und Yakuza 4 haben wir. Das tut sich ja nichts. Sondern man ist von der Yakuza-Leuten. Yakuza 3 spielt man nur einen Charakter. Ich muss das nochmal suchen. Ich muss mal gucken, wie der Charakter heißt. Warte, ich hab ja hier. Können wir ja rausschneiden. Echt hier? Ja. Was ist es denn hier? Ich glaube, das ist ein Haufen, ich weiß nicht genau, was das sein soll. Doch, da ist es doch. Hier ist es. Ja. So, hier Yakuza 3. Wie schon gesagt, da spielt man nämlich Kazuma. Ja, man läuft durch Tokio und bekommt. Das Spiel gibt es nicht auf Deutsch, die sind nur auf Englisch mit englischen Untertiteln, das muss ich dazu sagen. Also das ist ja, japanisch mit englischen Untertiteln. Auf Deutsch gibt es die ja nicht, auch nicht mit deutschen Untertiteln. Beide Teile nicht. Und man bekommt eben viele Charaktere, trifft man, die ihnen auch viele Quests geben. Es gibt sehr viel zu erzählen. Also in der letzten Folge hatten wir nicht. Doch, in der letzten Folge hatten wir nicht. Puh, du nervst. Deinstallation. So. Ja, es ist ein riesiges Spiel. Wie schon gesagt, sehr viel Text basierendes Spiel mit sehr viel Kung-Fu-Einlagen. Kommt eben viele Leute, da kann man viele Gegenstände einsetzen und viele Leute eben umzuhauen. Ja, man kann auch wieder Frauen ausführen, denn man kann Karaoke singen, man kann mit Frauen essen gehen und man kann eben viel machen, was man in Tokio so machen kann. Da gibt es so kleine Geschäfte, da gibt es so Tokio, japanisch typische Sachen, so die kleinen Kätzchen und sowas kann man da alle kaufen. Oder man kann mit so einem Greifhaken versuchen, aus so einem Automatenzeug aus, so Gleichheiten, was das Spiel eben
absolut spielenswert war. Genau, man läuft eben, kommt dann so realistisch vor, als ob man gerade in Tokio rumläuft und sich einfach mal umguckt. Das ist so. Kommen wir zu dem nächsten Spiel, das eigentlich mehr ein Kinofilm ist. Metal Gear Solid. Weil die Zwischensequenzen von Metal Gear, die sind natürlich immer stundenlang. Episch. Die sind aber auch, genau, besonders bei Metal Gear 4 finde ich, die Story, die ist absolut super. Also die Zwischensequenzen, die sind sehr aufwendig gemacht und sehr lang. Also man guckt eigentlich mehr Kinofilm als Spiel. Genau, man spielt eine Weile, dann guckt man wieder stundenlang. Es ist ein interaktiver Film. Ja, genau. Also man spielt natürlich wieder Snake. Und im Snake-Universum, ja, das ist natürlich ein Riesenuniversum, das wohl zu viele durchblicken. Wahrscheinlich, hier gibt es aber, kannst du eine, bei PlayStation kannst du das runterladen, so eine Info-Programm, wo man alle Infos zu Metal Gear lesen kann, weil das so, es gibt ja nicht nur Metal Gear Solid, es gibt auch noch Snake, Solid Snake und es gibt verschiedene Snakes. Ich blick da nicht so ganz durch. Ist ja egal. Die Spiele sind auf jeden Fall super. Ja, genau. Fehlen zu spielen. Und der Hauptcharakter ist natürlich auch absolut super. Hier ist er, in dem Teil ist er, spielst du einen älteren, also ist er schon älter mit grauen Bärtchen. Und im, ja. Und das Ende ist natürlich auch episch. Das ganze Spiel ist episch. Und der vierte Teil meine ich jetzt. Hier haben wir nur die Trilogie, hier haben wir nur Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 und Metal Gear Solid Peace Walker, was es für die PSP gab. 2 gab es für die PS1, Metal Gear Solid 3, Snake Eater gab es für die PS2. Und den ersten Teil gibt es, glaube ich, zu viel was zum Runterladen, der ist hier nicht drauf. Und Metal Gear Solid 4 haben wir ja auch eigentlich gehabt. Irgendwo. Super vorbereitet. Ist ja auch egal, den haben wir auf jeden Fall auch, der, wie schon gesagt, der super Zwischensequenzen, der ist auf jeden Fall